kann Pogdochen einfallen. Oh ja, und ich muss für jeden bestätigen. Oh, wie ich sowas liebe. Hey! Dann holen wir uns den Scheißer jetzt so raus. Ach, das da unten ist der Bandenanführer. Das im Schiff war der britische Spion. Der Verräter. So. Was habe ich denn doch hier so Schönes? Verdammt! Verdammt! Komm, 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 komm! Ich muss erstmal eine Runde regenerieren. Bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Hier dürft man ein paar Dinge tun. Räumt da unten nochmal wieder auf. Also machen wir das nochmal. Ja, ich habe dummerweise keine Chance, ihn auszuweichen, wenn ich gerade in irgendeiner anderen blöden Sequenz bin. So. Wir räumen jetzt einen nach dem anderen aus, glaube ich. Dazu müssen wir was weitermachen. Ich habe einen britischen Soldaten als Unterstützung, das ist doch auch schon mal schön. So. Geht doch. Der Typ ist der nervigste von allen. Halt! Ja. I hold you. Yeah.
Und auch du bist tot. Und da drüben ist das Flaggele. Flagnanette. Die kriegen wir jetzt auch weg. Jo, super gemacht. Schlag auf Fässer drauf. Das hat schon immer in jedem Spiel gut funktioniert. Vor allem Schießpulverfässer. So, damit ist das Ding jetzt auch weg. Sehr schön. Da haben wir noch ein Türmchen. Die gehen auch in die Richtung der Hauptmission. Das ist okay, da wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht hochklettern, aber... Ich kann aber auch hochklettern. Entschuldigen Sie bitte, ich muss hier ganz kurz hoch. So. Einfach mal auf rutschigen Schindeldächern langrennen. Was kann da schon schief gehen? Überhaupt nichts, wie man sieht. Überhaupt nichts kann da schief gehen. Überhaupt nichts. Ja, du darfst da hoch und dann will ich dich... Okay. Ich muss also von hier unten schon auf der richtigen Seite hochklettern, damit da irgendwas funktioniert. Ansonsten würde ich wahrscheinlich einfach nur in den Tod springen, so wie ich mich kenne. Willkommen in New York oder so ähnlich, in Lower Manhattan. So, dann haben wir... Was ist das? Assassinenabfangen, okay. Simone Missionen. Ich habe trotzdem stark das Gefühl, ich arbeite gerade für Templer. Ich weiß nicht warum. Aber ich mag New York. Das haben sie richtig schön gemacht. Ich glaube, New York wird eines der eine der Highlight-Karten dieses Spiels für mich. Ach, da oben ist auch ein Sie dank sie. Fragmento. Nein, ich will da hoch. Komm, lass da. Gibt's hier eine Option, wo ich hier diese hochklettern kann? Nein, aber eine Option, die ich easy runterfallen kann. Sehr schön. Zum Glück sind wir ja schon lange tot. Ah, Fleischmarkt war erfolgreich. Ja.
So. Nein, nein, lass dich da. Da hoch. Zwei von sieben Animusfragmenten. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Warte, jetzt müssen wir trotzdem wieder hoch, weil wir immer noch diesen blöden Synchro-Punkt haben. Ah, das gibt's doch nicht. Sie haben es wirklich hübsch gemacht. Okay, gut, dass ich die Flugbahn mitten im Flug ändern kann. Das ist die Hauptmission, da wollen wir noch nicht hin. Dann wollen wir erstmal das da. Nein, das will ich jetzt nicht machen. Langsam der Taube näher. Ja. Das, werte Damen und Herren, ist der Grund, warum wir heute in Städten Tauben haben. Die Assassinen waren schuld, weil sie Brieftauben eingesetzt haben. Naja, und alle anderen, die Brieftauben eingesetzt haben. Und die Taubenzüchter. Und generell. Eigentlich sehr viele Menschen. Taube ist weggeflogen. Was? Wirklich? Jetzt, wo ich weit weg bin. Ach ja, das Shanty-Notenblatt ist auch weg. Auch wenn die Shantys alle immer super gut sind, ich werde sie dieses Mal nicht sammeln, aufgrund dessen, dass ich bei YouTube dann wieder Probleme bekomme, weil garantiert irgendwo irgendein blödes Shanty copyrighted ist. Oder der Algorithmus der Meinung ist, dass ein Shanty gecopyrighted ist. Die Brieftauben nehmen uns die Jobs weg. Richtig. Nicht die Amazon-Lieferdrohnen, sondern neben den DHL-Menschen die Jobs weg, sondern die Brieftauben. Ich meine, ständig diese Brieftauben, die ohne Probleme 30 Kilo-Pakete ausliefern. Auch runterrutscht, weil drunter durchrutscht, dann wäre es nicht so. Dann hätte es nicht so klettern müssen. Aber was weiß ich schon. Was mir so einfällt, ich könnte rein theoretisch auch mal in einen Shop gehen und mir eine bessere Waffe kaufen. Diese Geflüster erinnert mich immer ein wenig stark an Herr der Ringe. Ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich ein bisschen was an Herr der Ringe. Und damit ist es für mich einfach ein falsches Spiel. Klar, Herr der Ringe, zumindest die Verfilmung kam später als dieses Spiel, glaube ich. Aber es erinnert mich trotzdem hart an Herr der Ringe.
Ein Kirchturm. Ja, okay, jetzt kenne ich die Gegend, weil ich habe lange genug auf dieses Dach gestarrt. So, damit haben wir zumindest diesen Bereich auch schon mal komplett aufgedeckt. Das ist schon mal angenehm. Und ich hätte das Animus-Volk mit da oben. Ach, dann halt nicht. Ich hätte es mitnehmen können, dann nehmen wir es halt später irgendwann mit. Ich glaube, die Hauptmission hier machen wir noch. Das war's dann auch für heute mal. Ah, Master Cormac. Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen Sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Und das Volk? Ich dachte, sie wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken. Ich sehe mir das an. Hab Dank. Hope. Hoffentlich nicht du. Tja.